Viele Augen, ein Schwein, Kunst mit Wiedererkennungswert. Das Bild mit dem Titel Glubschaugen Hasenmutant ist eines der vielen Graffiti vor der EZB-Baustelle am Mainufer. Gesprayt hat es Bo, einer von rund 35 Künstlern, die sich gerade 2 Tage lang kreativ ausleben konnten. Und herausgekommen sind dabei etliche bunte Graffitis, die sich auf 100 Meter Bauzaun rund um das neue EZB-Gelände erstrecken. Die Aktion entstand in Gemeinschaft mit der EZB und der Stadt Frankfurt. Und als jemand, der früher ein Jugendhaus geleitet hat, wo sowas auch legal war, weiß ich, wie groß der Bedarf ist nach sowas. Und wie stark auch dann die Jüngeren, die sozusagen noch am Üben sind, bereit sind, dann eben aus dieser illegalen Ecke auch rauszukommen. Und jeder Hausbesitzer, dessen Haus künftig nicht mehr besprüht wird, wird dem sehr dankbar sein, wenn wir viele solcher Projekte in Frankfurt hätten. Der Jugendladen Bornheim initiierte das Kunstvorhaben. Die kommunale Kinder-, Jugend- und Familienhilfe betreibt ein offenes Atelier, wo Jugendliche sich auch beim Sprayen ausprobieren können. Im Rahmen seines Sommerfestes lud der Jugendladen Künstler und interessiertes Publikum zu der Aktion ein. Und hatten auch keine Vorgaben thematisch, wie wir uns irgendwie hier mit dem Ort auseinandersetzen sollten, sondern ich habe gesagt, wir laden junge Leute ein, die haben ein Bild im Kopf. Ich kann vorher nicht sagen, was entsteht, das war auch meine Überraschung, wie die jungen Menschen hier sich mit dem Ort auseinandersetzen. Da sieht man ja die Vielfältigkeit. Manche nehmen Bezug auf den Ort, auf den Neubau, der hier entsteht, andere malen ja freie Bilder. Das war einfach unterschiedlich. Auch Bo engagiert sich in der Bornheimer Einrichtung. Ich habe Kunstpädagogik an der Uni Frankfurt studiert und bin jetzt seit knapp 3 Jahren freischaffender Künstler, arbeite als Kunstpädagoge unter anderem im Jugendladen Bornheim, aber auch für andere Einrichtungen, organisiere Graffiti-Workshops und versuche halt auch so die Akzeptanz für Graffiti also in der Öffentlichkeit halt damit auch ein bisschen zu verbessern, weil natürlich viele Leute immer noch Graffiti mit Schmierereien verbinden und ich will halt auch halt zeigen, dass es halt auch anders geht. Also das ist ja quasi auch das Anliegen von diesem Projekt hier gewesen. Die Graffiti-Künstler gingen bei diesem Projekt ganz unterschiedlich vor. Einige wussten vorher noch gar nicht, wie ihr Bild später aussehen würde. Andere arbeiteten bereits mit dem Plan im Kopf. Ich mal mir vorher Skizzen, dann bastle ich am Computer eine Collage zusammen und dann habe ich sozusagen ein sehr festes Bild, wie ich das dann umsetzen möchte. Die Graffiti-Wände werden so lange zu sehen sein, wie die Baustelle besteht. Vielleicht werden sie irgendwann auch einmal erneuert, doch erstmal sind sie hier auf unbestimmte Zeit zu bewundern. Ob die Stadt in Zukunft auch noch anderes Gelände für Graffiti-Kunst freigeben wird, konnte heute niemand mit Sicherheit sagen. Übrigens, was viele nicht wissen, es heißt ein Graffito, nicht ein Graffiti, laut Duden. Also ein Graffito und viele Graffiti können von nun an auf dem EZB-Gelände besichtigt werden.